Das Duell Manuela gegen Valentina findet am Abend im Camp statt. Wir kamen dahin und wir wussten, okay, es ist dunkel. Es ist so besonders wie noch nie. Es ist tatsächlich so ein Showdown. Ja, Manuela. Und auf jeden Fall würde ich Gas geben und dich kaputt machen. Manuela gegen Valentina, das sind die zwei Powerfrauen. Liebe Valentina, liebe Manuela, jetzt wird es ernst. Dieses Duell entscheidet alles für euch. Leben leicht gemacht ist ein sportlicher Wettkampf. Und ihr wisst alle, wir stehen kurz vor dem Einzug ins Finale. Wir werden jetzt ermitteln, mit wie viel Strafgramm ihr morgen auf die Waage geht. Es gibt 5 Runden. Und in jeder Runde können die 200 Gramm verlieren. Euer erstes Duell am heutigen Abend ist das Tauziehen. Ihr werdet an jeweils einem Ende des Seils befestigt. Ihr müsst es schaffen, mit euren eigenen Füßen über die jeweilige Linie zu kommen. Das heißt, ihr müsst eure Gegnerin sozusagen ziehen. Der Gewinner dieses Duells kann 200 Gramm von seinem Strafkilo abziehen. Hängt euch rein. Denkt dran, jetzt auf der finalen Waage kann jedes Gramm entscheiden. Ihr habt es in der Hand. Manuela, Valentina, geht jetzt bitte auf eure Startposition. Valentina ist wirklich. Die ist on fire. Die gibt jetzt Gas. Ja, die ist on fire. Die Manu wird auch zeigen, was sie kann. Auf jeden Fall. Wie so ein Boxer steht. Ja, Walle, jetzt konzentriert ausrasten. Eine Aufforderung, der Valentina gern nachkommt. Ich wollte jede Runde gewinnen. Ich wollte wirklich jede Runde gewinnen. Auf die Plätze. Ja, komm, lass sie jetzt reden. Und wir werden ja gleich sehen. Fertig, los! Valentina, rein! Komm, Manu, Manu, Manu! Gerade bleiben, gerade! 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 Gerade, gerade! Nein, nein, nein! Ist das der Lauf? Auf dem Bauch, auf dem Bauch! Weiter, weiter, weiter! Komm, Manu, komm! Beide, 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 beide! Aber super, Valentina. Erste Runde geht an mich. Trotz Valentinas Kampfansagen, trotz Valentinas Lautstärke bin ich die Ruhe selbst geblieben und hab's geschafft. Ja, die wiegt doch mehr, 15 Kilo natürlich. Ich hab versucht. Ja, ich weiß. Ich hab extra auf dem Boden. Ah, ist egal. Sie hat einen Fehler gemacht, sie hat die Nerven verloren und hat sich gedreht. Und kam dann natürlich auf den Rücken und dann hast du keine Chance mehr. Auf die Plätze. Fertig, los! Los, Valentina, jetzt komm! Jetzt mach ganz ruhig, ganz ruhig. So, und jetzt konzentriert und mit voller Kraft. Okay, Donnerwerfen. Ja, war schon gut, aber ein bisschen kräftiger jetzt. Der Winkel war super. Valentina, es geht jetzt um alles. Mach jetzt einfach. Geh noch schön mit Schwung. Ja, bald passt es, bald passt es. Ich bin immer zu kurz gewesen, immer zu kurz geworfen. Ich dachte, hallo, wo ist deine Kraft? Du hast es doch. Ich hätte von so werfen sollen. Ich habe aber so geworfen. Ja! Das war so nervig, weil diese Reifen, die waren ja auch schwer. Ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie ein Ball war. Super! Der Reifen ist natürlich eine Erleichterung. Ich habe halt nur gedacht, okay, Valentina, zieh jetzt nicht nach. Ja! 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 So. Fokus, Valentina, jetzt schmeiß das Ding da drauf! Mehr Gas! Mehr Gas! Und jetzt! Das zählt vorbei. Die Gewinnerin dieses Duells, der wird wieder 200 Gramm abgezogen. Auf die Plätze. Fertig, los! Los, Valentina, gib alles! Das ist deine Runde.
Sehr schön. 10. Ja, genau, Valentina, nimm das Fahrrad auseinander. Trampel! Schneller, Valentina, du lässt uns das doch nicht nach. Gib Gas! Gib Gas. Das Schlimme ist, ich bin gar nicht Fahrrad gefahren. Überhaupt nicht. Ich mag das auch gar nicht. Okay. Die Manuela liegt vorne. Ich bin die Woche viel Fahrrad gefahren und dann dachte ich, ja, es könnte ein kleiner Vorteil sein. Valentina macht den ganzen Tag Laufband. Ich mach viel Fahrrad. Ja, nur 2 Minuten! 2 Minuten und gib ihm, komm. Komm, weiter so! Komm, jetzt musst du schneller werden. Ja, gib alles. Du holst diese 2 Minuten. Nach 1,5 Minuten denkst du dir, Mann, es sind erst 1,5 Minuten vorbei. Und du musst doch die Hälfte fahren. Valentina, du hast es fast! Ganz knapp dahinter! Ja! Gib Gas! Noch eine Minute! Gas geben, Valentina, komm! Valentina! Valentina, alles! Ich hatte auch Angst und Panik, dass... Ich habe 13 Wochen alles gegeben. Und ich wollte nicht alles verlieren. Nur wegen diesem Duell. Diese Runde hat tatsächlich die Manuela wieder gewonnen. Es war sehr knapp zwischen uns beiden. Ich habe wirklich Gas gegeben. Leider hat es nicht geklappt. Auf die Plätze. Fertig, los. Ich habe mich dafür entschieden, mich ganz vorne auf die Bank zu setzen, meine Beine hochzuheben und meinen Rücken nach hinten zu tun. Ich war fokussiert. Ich habe an meine Babymaus gedacht, an meine kleine Nichte. Ich habe einfach an schöne Dinge gedacht. Es war super anstrengend. Es hat im Bauch wehgetan, weil mein Rücken nach hinten war. Irgendwann zittern noch deine Beine so und deine Füße. Und dann hörst du von allen Seiten. Ja, die gibt leer auf. Du gibst einfach. Die gibt leer auf. Du gibst nicht auf. Die gibt auch. Nein. Du gibst nicht auf. Ich motiviere dich. Ich mache niemanden schlecht, okay? Nix. Ich motiviere dich. Du bist da. Es hilft nichts. Du bist da. Wenn dann ein Ramin sagt, ey, guck mal, die zittert schon, die packt's nicht und so, ist dann wieder dieses, oh, Leute, konzentriert euch doch auf euch und lasst mich in Ruhe. Geh mit dem Kopf woanders hin. Ich habe mir vorgestellt, wie er mir diese Krone aufsetzt, weil ich Leben leicht gemacht gewinne. Es waren einfach schöne Momente. Sehr gut, Marcel. Genau, willkommen. Du bist keiner. Du bist Star. Du bist gut. Das Erfolgsmantra des Trainers zeigt Wirkung. Valentina entscheidet die Runde für sich. Ich war so happy, so froh, dass ich sogar dem Philipp angesprungen habe. So happy war ich. Richtig, so war das. So, und jetzt holst du dir die anderen 200 Gramm. So, das letzte Duell steht an. Und nochmal die Möglichkeit für jeden von euch, sich 200 Gramm zu ergattern und von dem Kilo abzuziehen. Was wir tun, ist ein ganz klassisches Wettrennen. Ihr habt hier 10 Klötze und ihr müsst versuchen, so schnell wie möglich diese Klötze drüben über die Linie zu bringen. Die Klötze müssen natürlich einzeln transportiert werden, aber das habt ihr euch bestimmt schon gedacht. Ich war natürlich traurig, dass ich nach 3 Siegen eine Niederlage hatte. Aber Leon und Sigrid haben mich so weit aufgebaut, dass ich gesagt habe, nee, den letzten Punkt hole ich mir jetzt auch noch. Ringfrei für den letzten Kampf der Camp Amazonen. Seid ihr bereit? Ja. Achtung! Auf die Plätze! Fertig! Los! Los, alle Baum! Und los!
Fuck. Ja, dieser Sturz hat mich in dem Moment richtig runtergezogen. Ich habe einfach an diesem Boden gelegen, habe gesehen, wie sie weitermacht und dachte mir so, Mann, warum musst du dich genau in der letzten Runde jetzt ablehnen? Dann hatte ich einen Vorsprung, ja. Und dann bin ich ja ein bisschen lockerer geworden, ne? Ablegen, zack! Ich ärgere mich mega. Komm, Manu. Schneller zurück! Schneller, komm, lauf schneller! Schneller, komm! Fünfte Runde. Ich habe mich am Holzklotz verhakt. Ich musste zweimal greifen, weil ich einmal nicht richtig gegriffen habe. Ach, das war ein Kackspiel für mich einfach. Komm! Der Rahmen, der ist ausgerastet. Der ist so schneller, schneller. Valentina gewinnt die fünfte und letzte Runde. Zwei Runden hat sie für sich entschieden. Dreimal hat Manuela gesiegt. Ich habe von dem einen Kilo ja 600 Gramm abgebaut. Und ich bin unglaublich stolz auf mich, aber ich weiß halt nicht, ob das reicht, weil es sind ja noch 400 Gramm übrig. Ihr zwei habt das richtig spannend gemacht. Das Duell war richtig gut. Und Manuela, du hast von deinem Strafkilo 600 Gramm abgezogen bekommen. Gratulation. Valentina, du hast es geschafft, 400 Gramm von deinem Strafkilo abzuziehen. Spitzenleistung von beiden, habt ihr wirklich toll gemacht. Und wisst ihr was, jetzt können wir wirklich mal kurz durch, tief ein- und ausatmen. Morgen ist Wiegen, dann sehen wir genauer hin, wie es weitergeht.